hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Ja, zwei Tage hintereinander. Wir haben gestern über Mauga geredet, aber Mauga ist nicht real. Mauga kann euch nicht wehtun. Es ist stattdessen Ramatra. Ja, es gibt jetzt eine Origin-Story zu Ramatra, die können wir uns gleich angucken. Ich habe sie noch nicht angeguckt. Das ist der Typ, den man am Ende von der Storm Rising-Mission gesehen hat. Die habe ich ja damals mit Holly Nefarious und Maudado auf Legendär gespielt. Genau, das ist ein bisschen her. Das war am 24.04. vor 3 Jahren. Und genau, Sturmzeichen hieß es auf Deutsch. Da hat man auch Sojourn tatsächlich zum ersten Mal gesehen in der Intro-Einleitung hier irgendwo. Ich glaube, da habe ich ja nicht geredet in den Cutscenes, deswegen können wir hier kurz einmal drüber gehen. Genau. Da redet sie. Genau, hier. Guck, da hat man die zum ersten Mal auf so einem kleinen Bildschirm gesehen. Und hat da so einen Roboter, da so einen Gangster-Typen verfolgt. Und dann hat man diese Mission gespielt. Auf Legendär war das ganz schön furchtbar. Da habe ich sogar Genji gespielt, ne? Und Holly war scheinbar Tracer. Nefarious war Winston und Maudado Mercy, okay? Ja, genau. Das haben wir gespielt. Könnt ihr gucken in das Video, wenn ihr wollt. Am Ende bekämpft man da, fängt man diesen Roboter gefangen, der fliehen will. Zack, Genji, natürlich wieder der coolste. Und Doomfist hier. Die Welt begreift Visionäre wie uns nicht. Schön, wie dieser Text da unten links aber drüber hängt. Ich verstehe, was sie erreichen wollen. Sie kämpfen für die Ehren. Das ist nobel. Aber aussichtslos. Mit Talons Hilfe wird sich das ändern. Sie haben meine Aufmerksamkeit. Das ist Ramatra. Da hat man den zum ersten Mal gesehen. Okay, noch mehr Fun Facts, bevor wir den richtigen Ramatra-Trailer gucken. So, wir haben hier den Overwatch-Account, ne? Die haben gestern diesen Tweet gemacht, wo sie sich scheinbar zum Teil auch über diese Meta lustig machen, dass nur Reaper, Winston, Lucio, Kiriko und Sojourn in den Matches gepickt werden von der Overwatch League. Aber wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt von den drei Worten und von den Sätzen, dann Ramatra. Und dann das haben Leute gecheckt. Und waren so, yo, da steht Ramatra, es geht doch nicht um Mauga. Und dann kurz danach haben sie den Tweet noch gemacht. Match is almost underway. Good luck. Have fun all. Auch Anfangsbuchstaben. Mauga. Da haben sie sich über die Leute scheinbar so ein bisschen lustig gemacht, dass sie da Ramatra rausgelesen haben. Oder einfach wollten die Leute einfach nur verwirren. Das ist cool, dass sie da mitgespielt haben, dass Leute da schon einen Heldennamen rauslesen wollten. Ja, allerdings ist der Name wirklich Ramatra, also die Leute haben sich da nichts eingebildet, sondern die haben das echt rausgefunden und gucken wir die deutsche Version davon an. Ich meine, ich habe gerade die deutsche, es ist cool, vor 16 Minuten hochgeladen, ich wollte eigentlich das Englische angucken. Wir können auch mal gleich ins Englische noch reingucken für die andere Stimme. Hallo Ramatra, zeig mal, was du kannst. Aber von der Ability wird wahrscheinlich wenig sehen, oder? Ich wurde erschaffen, um Omnix in den Krieg zu führen. Doch alles, was ich je wollte, war ein besseres Leben für mein Volk. Unsere bloße Existenz an sich ist schon ein Wunder. Wir haben die Wege des Friedens und der Harmonie studiert. Wir haben meditiert, um unseren Platz im Universum zu ergründen. Wir haben versucht, mit den Menschen zu koexistieren. Die Menschen sind nicht gewillt, ihre Welt zu teilen. Wie viele Omnix müssen noch für die Träume der Menschheit sterben? Es reicht. Unser Volk, unsere einzige Generation, schwindet und stirbt. Wir können und müssen einen Platz für uns finden. Folgt mir. Zusammen schaffen wir eine bessere Zukunft für alle Omnix. Das wird fast so, als wäre der irgendwie so ein Story-Protagonist von der Hauptgeschichte, ne? Aber kommt in Season 2 am 6. Dezember. Und das
sieht aus wie so ein Zenyatta-Tempel auch wieder. Der hat ja scheinbar bei den Mönchen von Zenyatta so ein bisschen gelebt, bis scheinbar Menschen irgendwie die angegriffen haben. Okay, der ist cool. Einfach halt Hass auf Roboter hat Hass in ihm geweckt gegen die Menschen. Wird cool, aber nervt man sei. Kommt doch am 15. Tom, ganz ruhig. Is a miracle unto itself. Oh, dieser. Oh, cool. The ways of peace. We can find our own place. And we must. Join me. And together. We will make a better future for all Omnix. Ist interessant, im Englischen hat er eine viel mehr so robotische Stimme auf jeden Fall, so ein bisschen auch mehr Filter drüber. Im Deutschen so echt wenig davon. Jo, aber wirkt er echt cool? Ich glaube, wir spielen heute Zenyatta einfach dann mal zur Feier des Tages, denn wie viele Omnic-Charaktere haben wir? Orisas theoretischen Omnic, obwohl die ja nicht... Zählt die als Omnic? Ja gut, die wurde aus einem OR-15-Verteidigungsroboter gebaut. Okay, ja. OR-15-Roboter sind so Omnics. Genau das hier. Eigentlich ist der cool, der Skin. Irgendwie fühlt sich Orisa nicht wie so ein OG-Omnic an, weil die schon so ein Kampf-Unit ist direkt. Zenyatta ist halt so der... gut, gerade nicht so, aber so halt so der... einer der normalen Omnics. Und das ist cool, dann haben wir einen zweiten Omnic oder einen dritten, wenn man Orisa dazu zählt. Wenn wir einfach sagen, alles, was robotermäßig ist, Bastion auf jeden Fall ja auch. Aber Bastion kann halt nicht mehr reden, er kann ja nur Beep-Boop. Krass, gibt echt wenige. Die Omnic-Repräsentation in Overwatch ist echt zu niedrig. Ja, wir queuen rein, wir spielen heute Zenyatta. Guck mal, ob ich ein Team supporten kann oder einfach nur überrannt werde. So, da sind wir auf Toronto als Zenyatta. Ja, von den Stimmen her, ich bin echt unentschlossen, ne? Ein paar Leute meinen hier, ich soll nochmal eine neue Umfrage machen und gucken, ob ich auf Englisch oder auf Deutsch spiele. Ich glaube, ich stelle auf... Oh, meine Anerkennungsstufe ist gesunken. Ist die nicht letzte Folge erst gestiegen? Egal. Ob ich auf Englisch spiele. Vielleicht stehe ich auf Englisch um. Weil ich finde, der klingt auf Englisch auch cool, aber er klingt auf Deutsch auch nice. Irgendwie ist beides sehr cool. Und ich weiß halt, dass viele Leute, die damals bei mir angefangen haben, Overwatch zu gucken, doch Deutsch mochten. Aber es kann sein, dass die alle halt mittlerweile jetzt auch schon mehr gespielt haben und alle generell auf Englisch spielen oder so. Man sieht sehr wenige, die, glaube ich, auf Deutsch spielen. Aber es ist ultra cool, dass alles auf Deutsch synchronisiert ist. Deswegen will ich es irgendwie auch ein bisschen wertschätzen. Ja, ich baller einfach mal nochmal eine Umfrage und das Video. Es sollte kein Problem sein. Ich frage mich echt, außer den Fähigkeiten, was der Typ mit seinem Stab macht, Ramattra. Ne? Weil... Was macht ein Tank mit einem Stab? Kämpft er damit wirklich? Das sehen wir ja dann, wenn er im Spiel ist. Freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und ja, wir spielen Zenyatta, kann Heilorbs machen, kann Gegner mit E markieren, dass sie mehr Damage kriegen, was Teammates helfen kann oder auch nicht. Oh mein Gott, habe ich ihn getroffen? Ich bin so glücklich. Ja, ich werde sterben durch die Sombra. Ich habe versucht, den Lucio noch zu kriegen. Aber dass ich den Genji da beim Runterfallen getroffen habe. Oh, schön. Oh mein Gott. Wieso bin ich? Ich will jetzt schon nicht mehr Zenyatta sein. Also Zenyatta zu überleben mit so Nicht-Teamplay. Ne, wenn man mit Randoms spielt, hat man halt gerne mal so ein Nicht-Teamplay. Ist immer super schwer. Und jetzt habe ich einfach Genji und Sombra, die beide mich super gerne fokussen können. Lucio mag ich. Lucio mochte ich immer als Gegner, wenn ich Zenyatta war. Einmal unsere Moira, unsere DPS-Moira. So, ich wohne einfach so ein bisschen in Reinhardt, aber ich muss halt aufpassen, wenn sein Schild weg ist. Als ob der immer noch hinkommt. Was macht ihr denn, Leute? Ich hab meinen Ort drauf gemacht. Ja. Zwar, hat sie den Lucio jetzt oder nicht? Oh mein Gott, die hat den nicht bekommen. Was ist los mit unserer Moira? Warum hat unsere Moira 1700 Schaden und noch nichts geheilt? Ich als Zenyatta, der zweimal tot war, ja. Oh mein Gott, wir haben eine DPS-Moira. Zenyatta halt Solo-Heal ist halt auch so. Wir kriegen alles hin. Positiv. Hallo, Genji. Ja, ich gehe da nicht rein. Reinhardt, chill. Du hast da sehr viele Leute um dich herum. Danke. So. Die Mercy musste ich leider schnappen. Ich weiß, ich bin...
Okay, ich habe zwei Leute rausgeholt. Warum bin ich Senyatta? Warum gehe ich rennen und mache DPS? Ich weiß es nicht. Aber wenn deine Mercy fast tot ist, was soll ich machen? Warum hat unsere Moira am meisten Schaden im Team? Ach, sie hat ein bisschen geheilt. Ach ja, weil sie geultet hat. Oh mein Gott, was ist das für eine Runde? Das ist die schlimmste Runde aller. Nein, die ist richtig cool gerade bisher. Solange wir gewinnen, ist es eine coole Runde. Aber was ein Chaos. Was passiert denn diese Lucio, die einfach nur seine Stunts macht? Die Reinhards, die einfach alle nur reinchargen. Die Sombra, die macht, was sie will. Und gehackt wurde und ich wurde in Reinhard reingecharged und dann töten wir den, aber jetzt haben wir dadurch wieder die Oberhand. Das Einzige, was bei Senyatta geändert werden muss, ist, dass er irgendwie wieder schneller zu seinem Team kommt. Irgendwas. Besonders bei diesen Maps ist es halt echt schlimm. Sorry, dass ich gerade kurz ein, zwei Sekunden nicht gesagt habe, aber es war echt viel los. So, unser Reinhard müsste eigentlich den Kampf gewinnen. Hallo, nur mal kurz Schild eine Sekunde runter. Danke. Alles Besondere heilen. Okay. Ich habe eine Genji-Ult verhindert. Das ist alles cool. Lucio fangen kann ich eigentlich. Ja, ist ein bisschen zu schnell vielleicht. Ja, genau, perfekt. Lucio gefangen. Genji da oben. Hat einen Schuss drin. Genau, bin da hin. Nein. Ich muss ein bisschen mich in. Wie der Reinhard mad auf mich war. Und ich habe überlebt. Ich habe einfach überlebt. Oh, wo ist der Lucio? Ach, da, der rennt wieder weg. Okay. Hilfe, so ein Durcheinander. Da ist der Lucio. Aber man muss so weit vorausziehen bei Lucio, ne? Aber Kara ist auch genauso schlimm. Eddie, überlebe. Halt dich. Ja, schon, bin schon da. Ich habe zwei Treffer da oben drin in dem. Jetzt helfen wir unseren Tanks. Oh mein Gott, danke Moira. Ja, ich habe ihn. Es ist so eine chaotische Runde. Ich muss gerade so tryharden. Was zur Hölle passiert hier? Okay, habe ich auch. Oh, Senyatta macht sein Ding. Es ist eine gute Runde. Dafür, dass es so chaotisch war. Ich muss halt einfach hier so Moskitojäger spielen, so ein bisschen. Nein, Genji, nicht sterben. Du hast Heilung. Da habe ich geholfen. Die töte ich. Ja, wir haben gewonnen. Ich habe die richtig hart weggepusht. Boah, was eine Runde. Ich hab mehr Eliminierung als unsere DDs. Oh mein Gott, was war das für eine Runde? Ich habe Play of the Game. Als Senyatta. Ja, also nicht unmöglich als Senyatta. Bester DPS. Ach, da habe ich den Lucio so ein bisschen gejagt. Okay, und dann? Was habe ich dann getan? Ja, da habe ich geheilt. Da habe ich ein bisschen supported. Ach, da habe ich die Pharah noch erwischt, ja. Oh mein Gott, was eine Runde. Erster Sieg des Tages. Holy. Oh. Ah, cool. Ja, Leute. Dann war das eine Runde Senyatta. Ich bin sehr happy mit der Runde. Dafür, dass ich am Anfang so ein paar Mal platt gemacht wurde und ein bisschen Angst hatte wegen Genji und Sombra. Ich glaube, die Sombra hat ja dann zu Pharah gewechselt. Ja, verrückt. Ich gebe Anerkennung an unseren Reinhard und die Moira. Die Moira war gut DPS von mir aus. Alles hat funktioniert. Ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal wieder bei einer Runde Overwatch. Das war ein schnelles Ründchen. Ja, freue mich auf den Tank und vielleicht gibt es heute nochmal Phasmo, wenn ich Zeit habe, heute Abend das zu schneiden. Also spät am Abend oder so. Ja, es ist beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.